Guten Tag, Minecraft-Zocker. Ich stelle euch heute was Interessantes vor. Und zwar konstruiere ich gerne unterirdische Basen in Minecraft mit unterirdischen Farmen. Unterirdische Agrikultur, Getreide, Melonen, Zuckerrohr, alles werden eingebaut. Jetzt gehen wir mal durch diese Tür. So mache ich das. Großer Raum erstellen, unterirdisch. Lasse ich Wasser durch einen Fluss, Ozean, See oder ähnliche Wasserquelle durchfließen. Ja, wir sehen hier oben ist das Wasser. Ich habe hier ein Loch reingegraben, lasse es dann durchfließen und die in diese Kanäle leiten. Ihr seht das hier sehr gut. Ich habe hier unter einen Block freigelassen, damit es ordentlich durchkommt. Das Wasser dann auch perfekt durchkommt. Ja, und alle Blöcke hier befeuchtet. Hier baue ich Getreide an, Kürbisse, Tropenholzbäume einfach abholzen, die Blöcke hier hinstellen, abgeholzt, nicht weiter bearbeiten. Kaffeebohnen dran und schon wachsen die hier. Eichensetzling rein. Weiter gewachsen ist er gerade. Eichensetzling rein, hier mal eine Fackel daneben stellen und wächst ja auch ein Baum. Hier seht ihr, habe ich noch so ein Loch erstellt, damit das Wasser hier überall hinkommt. Alles befeuchtet. Hier seht ihr, es ist schön. Habe ich weitergegraben, hier wird noch was hinkommen, hier wird noch weiter gepflanzt, wenn ich neue Samen kriege. Neue Setzling oder so. Und hier habe ich wieder einen Block freigemassen, damit das darunter das Wasser herkommt, unter diesen Blöcken und diese Blöcke alle befeuchtet. Ich kann das quasi unendlich fließen lassen, wenn man es immer weiter einen Block tiefer legt. Nach etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken, ein weiter, könnte es praktisch unendlich lange fließen lassen. Minecraft-Trick. Und hier baue ich dann das an. Ich nehme diese Technik hier. Nehme ich immer, wenn ich Basen baue, unterirdisch, Farm, egal ob Singleplayer, Multiplayer, oder immer so. Ich spiele gerade auf Multiplayer-Server. Ihr seht, das heißt sehr schön. Schöne Sandblöcke. Kakteen wachsen. Zuckerrohr wächst noch. Kürbis ist schon fertig. Na, jetzt muss ich rauskommen. Okay. Ihr seht das Wichtigste daran. Raum ziemlich groß. Mal gucken, da 4, 5, 6, 7, ja 7 Blöcke etwa. Da oben reicht hier das Laub bis nach ganz oben. Der einzig funktionierende, Moment, der einzige Baum hier ist dieser hier, in der Mitte, Eichen. Das andere ist einfach aufgestapeltes Holz. Und natürlich immer an den Wänden Beleuchtung, Fackeln. Unterirdische Agrikultur nehme ich mal. Ich plane noch an weiteren Ebenen, Etagen. Dann konstruiere ich hier Löcher wieder. Und leitet das Wasser noch eine Ebene tiefer in einen weiteren unterirdischen Raum mit noch mehr Pflanzen, Getreide oder ich baue einfach das Prinzip hier an den Seiten weiter, um noch mehr zu bepflanzen. Ist durchaus effektiv. Schon aus Tür wieder zu. Agrikultur, Getreide, Melonenfarm, Zuckerrohr. So mache ich das immer. So. Ja. Das habt ihr schon alles gesehen. Wenn ihr auch auf dem Server wollt, minepvp.eu, könnt ihr euch registrieren, zocken, wie ihr wollt. Bester Server. Das war's schon. Ciao, Leute.